So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Playa. Wir gucken mal, was heute los ist. Heute ist eigentlich San Juan. Meine Mutter ist ja am Start hier. Mutti, wie geht's dir? Sag mal. Super. Und wir gucken jetzt mal, ob wir da ein paar Lichter sehen, weil normalerweise nimmt man so Kerzen und die packt man dann ins Wasser. Hier sieht man schon die ersten Leute, die sitzen da schon und picknicken. Am Ballermann 0 ist, glaube ich, richtig viel los. Wir laufen jetzt gerade hier am Ballermann lang und ich habe gesehen, es gibt kein Mango mehr. Da ist da jetzt so ein Restaurant drin. Also hier verändern sich ja jedes Jahr immer irgendwelche Dinge. Deswegen muss man mal gucken, was jetzt hier los ist. Das ist auch neu hier, Ballermann 3, 2 Häuschen. Auch schön gemacht, ne? Eroski haben die übrigens auch neu umgebaut in, dass sie sogar einen Supermarkt hier verschönern. Hier singt jemand. So, das ist doch schön hier. Guck mal, die haben voll den Kreis da gemacht. Wie romantisch. So, hier wird auch mal schön gegrillt. Hey, Martina. Sieht aus wie in Thailand oder so irgendwie, ne? Oder? Wenn man das jetzt so anguckt, ja, richtig cool. Sieht gar nicht aus wie in Malle. Das ist der Ballermann 0 hier. Restaurants und so weiter. Taxistand. Da geht es dann zum Ballermann 15 hoch. Hier habe ich damals immer gearbeitet an dem Strandbereich, weil ich mich hier am wohlsten gefühlt habe. Total schön hier. Und da hinten werden jetzt die Ballons in die Luft gelassen. Und ich weiß nicht mehr warum genau. Ich glaube, man wünscht sich was. So, es ist auf jeden Fall sehr viel los hier, Mutti, ne? Die Straßen sind richtig voll. Ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich habe hier richtig wieder Kulturschock. Weil wenn ich in Mexiko bin, da ist der Janusstoß. Das ist schön hier am Flanksblock, ne? Oh, ich liebe das. Ich liebe das, hier abends lang zu gehen und Menschen ruhig zu haben. Also ich finde das so schön. Wir sind jetzt mal ganz spontan kurz in die Show-Arena gegangen, das wäre neu. Und ich habe einen richtigen Schock bekommen. Das war hier früher ja öfters mal. Sieht jetzt komplett anders aus. Guckt euch das mal bitte schön an. Das ist quasi der Megapark wie oben, jetzt nur unten. Wir gehen auch ein bisschen gucken, was noch. Natürlich! Echt? Ja! In den Jahren war ich hier nicht drin. Hier ist ja ein normaler Megapark. Der First Floor ist ja da oben und der Megapark ist ja hier überall. Ne? Also da geht es ja immer ab. Das ist ja immer voll im Megapark. So riesengroß. Auf jeden Fall ist hier sehr viel los gerade um die Uhrzeit. Wie spät ist es? 12? Nee. Kurz vor 12? Wie spät ist es? 10 vor. Ah, danke schön. Wir gehen jetzt wieder zurück, weil es ist einfach, weiß ich nicht, schon spät, ne? Okay. Ich bin Video. Und ich bin mir auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich merke einfach den Jetlag noch. Diese Reise war auch anstrengend, das geht gar nicht, dass man da 10.000 Aktionen starten kann. Ich muss erstmal hier noch mich hinschillen. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Es sind so viele Eindrücke hier. Aber ich muss sagen, es ist echt schön hier zu sein und mich stressen die Leute noch nicht so krass. Und wo ich letztes Jahr hier angekommen bin, war ich erstmal voll genervt, weil Cancun war so ruhig und hier war so viel los. Letztes Jahr bin ich hier mit einem guten Gefühl hier. Ich bin richtig gespannt auf die Saison. Ich glaube, es wird richtig, richtig cool werden. Ich habe auch schon ein paar coole Leute getroffen von früher. Zu, da vorne steht er ja wieder. Der Schad ist auch dabei, und so, die halt war doch in Cancun richtig lustig. So, ich bin am Ballermann unterwegs mit Michelle heute. Hallo. Ich laufe hier gerade ein bisschen verballert rum. Nein, verballert eigentlich gar nicht. Wir sind gerade frisch heute. Ich laufe heute mit Wasser unterwegs. Und wir sind gerade hier in der Bierstraße. Und es ist echt komisch, wenn man hier nach so langer Zeit wieder rumläuft, oder Michelle? Das hat sich verändert im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, es sind auf jeden Fall weniger Verrückte unterwegs, aber ja, dafür, ne? die da sind, sind umso schlimmer. Nee, ist schön, wieder da zu sein. Hey. So, ich finde auch, letztes Jahr, wenn ich mal gucke, ist das so voll und so unruhig und dieses Jahr ist es eigentlich alles total entspannt irgendwie. Außer natürlich, wenn man durch die Bierstraße. Ja, das stimmt. Gerade voll das beste voll Beispiel hier. Wieder ruhig geworden. Guck mal, gleich zu den letzten Jahren ist auf jeden Fall nichts mehr los. Nicht mehr so viel. Guck mal, er hier, er war auch. Ach du Scheiße. Er? Der ist doch. Ich muss mal ganz kurz mal hingehen. Erkennt ihr mich noch? Hallöne! Mensch, bist du auch wieder da? Ja! Kennst du mich noch? Natürlich! Das gibt's ja gar nicht. Ja. Gut, Mensch! Mach schnell! 10 Jahre nicht mehr.
mehr gesehen. 10 Jahre schon. Ja. Oder 6. Und hier sind total viele Leute auf Schwürfen hier. Ich suche auch Arbeit. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Arbeiten? Ja, ja, ich will arbeiten. Was denkst du? Urlaub oder was? Was mache ich immer Urlaub auf Holz? Zweimal mein Leben habe ich es gemacht. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Alle suchen, überall. Jeder sucht hier Arbeiter. Aber ja, ey, die Position wird besser geworden. So, auf jeden Fall kommt man hier gar nicht zu Misch. Man trifft andauernd in jeder Ecke Leute. Das ist so krass, oder Michelle? Ja, ist doch schön. Sobald man hier kommt und ne, die ersten Tage, es ist so geil, alle Leute wieder zu sehen. Man hat sich dann ein halbes Jahr nicht gesehen oder länger. Ja. Dann freuen sich alle, hey, du auch wieder hier, weh. Gerade eben haben mich so Mädels angesprochen, die hat mich angeschrieben auf Instagram, weil die meine Videos von Malle gesehen haben und die sind jetzt wirklich hier und arbeiten hier, ne? Also das finde ich schon cool. Man so Leute, ist auf jeden Fall bekannt wie ein bunter Hund hier auf der Insel. Ey, ich wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ja. Das ist echt cool. Das ist geil, dass die Leute dann wirklich auch kommen, weißt du? Ja. Die kommen dann, Mann. Denen ist ja auch ein Gefällt denen das und dann? Ja, und dann kommen die. Los. Und dann sind die auf einmal da. Was ist hier eigentlich los, ey? Die Schinkenstraße geht richtig ab, ne? Hier ist Dingenstraße zum Beklapp. Und hier sind irgendwelche. Das ist das erste Mal, dass der. Wir laufen jetzt hier Seitenstraße einfach mal lang. Ist immer schneller. Erste Linie, da kommst du ja auch nicht. Im Laufe der Jahre sollte man auf der 5. Linie laufen, weil dann genau. Bist du ganz safe. Ja, weil manchmal braucht man aber hier 2 Stunden. Da sieht man Leute. Ja. Ja, überall sieht man Leute. Manchmal braucht man hier wirklich fast 2 Stunden. Von 2 Ballermännern, weil ich überall stehen bleibe und mich verquatsche, ja. Ne? Das ist doch schön. Das ist Mallorca. Man ist nie alleine. Nee, man ist nie alleine und ich habe das echt vermisst, weil Cancun war ich ja sehr einsam. Einsam, es klingt jetzt ein bisschen doof, ich hatte auch viel zu tun mit dem Haus, wie ist das, aber es ist halt ein anderer Lifestyle, ne? Ich überlege jetzt übrigens noch Leute, wo ich arbeiten soll. Ich kann mich einfach nie entscheiden. Ich habe jetzt so viele Angebote mir angehört in Bezug auf Ticket, Schreiben, dies, das. Jeder sagt auch was anderes. Die Mädels zum Beispiel haben gesagt, es läuft gut. Ich glaube, weil die noch frisch sind und jung und motiviert. Achso, ja, die sind noch jung und genervt. Das kann nämlich sein. Alter, ja, wir sind auch genervter, schneller. Wir haben keinen Bock mehr mit der Zeit. Das kann alles möglich sein. Und ich überlege jetzt, ob ich wieder Restaurant-Promotion mache, wie die letzten 50 Jahre geführten. Oder ob ich einfach mal Tickets mal wieder mache. Das wird sich die Tage herausstellen. Ich bin erst meinen 3. Tag hier. Die ersten 10 Tage wollte ich eh nicht so arbeiten. Ich will mal ein bisschen chillig machen. Ah! Oh Gott. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, alles gut? Oh. Ach du Scheiße, hat er sich was gemacht? Nein, nee. Oh Gott, auf. Der ist gerade umgefallen. Ach du Scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Oh. Ich dachte auch, der ist auch mit dem Kopf gegen die Wand. Aber nee, aber nicht ganz so doll. Oh, der ist ja wenigstens wieder wahr. Oh mein Gott, das ist wieder Mallorca, Leute. Die Menschen sind so betrunken, hast du das gerade gesehen? Aber ich habe, wenn sie irgendwo passiert, ey, weißt du, was gestern krass passiert ist? Unbe stand da mit seinem Fahrrad und noch ein Spanier war dabei. Dann kam ein besoffener Typ, sein leeres Glas ihm geben. Und Paul hat gesagt, hä? Ja. Nein. Ja. Und ich habe gesagt, nein, siehst du doch, was sollen wir mit deinem leeren Glas? Ja. Und dann hat er ihn irgendwie so beleidigt, ne? Ist frech geworden. Paul ist voll ruhig geblieben, aber der Mallorquiner daneben, der ist dann ausgerastet, hat ihn dann richtig in die Eier getreten. Echt? Ja, ja, richtig krass. Hat er Glück gehabt. Und dann, dass sie noch dran sind. Heute nicht mehr laufen. Der hat richtig Schmerzen. Blende ich jetzt einfach mal ein, die Situation von gestern. Das seht ihr jetzt. Und was hast du gerade gemacht? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Was hast du getan? Gefragt, wo es der Weg lang geht und so alles. Nein. Siehst du, das ist die falsche Wahrnehmung. Mutti, was hat er getan? Du warst dabei. Er hat die Mallorquiner richtig provoziert. Ja. Indem er sein Glas auf dem Rad abstellen wollte. Er wollte es nicht. Er hat aber nicht locker gelassen. Genau. Und da ist der Mallorquiner halt mal ausgerastet. Gesaugt da ein bisschen betrunken aus. Ich glaube, du bist gerade durch die Aktion wach geworden. Wenn ich Angst habe, ist er dir jetzt nicht auf die Fresse. Hat ihn richtig krass in die Eier getreten. Du siehst einen, du warst frech, ne? Das hättest du nicht machen sollen. Ich war frech, ja. Ja. Stimmt auch. Leute, wenn ihr hier seid auf der Insel, auch wenn ihr betrunken seid, passt auf mit den Leuten, die hier leben. Passt auf mit den Türstern und passt auf mit der Polizei und alles. Das war jetzt gut geendet. Er hat nur in die Eier getreten. Das hat wehgetan, ne? Das war nur in die Eier. Und du konntest gerade nicht mehr laufen, ne? Was richtig? 5 Minuten. Ja, wir haben ihn nämlich gerade auf dem Weg erst getroffen und er so, helft mir mal bitte, ich kann nicht mehr gehen. Und da haben wir ihm das gesagt, ey, du hast dich gerade richtig daneben benommen. Du hast hier 1 Million betrunkene Leute, die sich oft daneben benehmen, weil sie halt zu viel Alkohol trinken. Wenn man sich da nicht im Griff hat, kann es gefährlich werden, ja. Wenn man einfach so frech ist. Und das sollte dir jetzt eine Lehre sein und das würde ich für alle anderen schnelle auch sagen. Auf jeden Fall. Ne? Mach sowas nicht mehr, provozier hier keinen. Am Ende, weißt du, hast du die Arschkarte, oder? Ja. Ist betrunken sein eine Ausrede? Ja. Nee. Nee, ist es nicht. Ich kann Ausrede. Und natürlich hat er jetzt auch ein bisschen krass reagiert, der Mallorquiner. Dann hätte ihn jetzt nicht gleich treten müssen. Wäre vielleicht doch ausgeartet. Stell dir vor, er wäre zugekommen, hätte gesagt, was willst du? Und du warst recht. Du hättest dann gesagt, was willst du? Dann hätte der vielleicht richtig einen reingehauen.
Ich habe noch Glück gehabt. Du hast daraus gelernt, ne? Ich habe daraus gelernt. Sei nicht mehr so frech, auch wenn du Alkohol trinkst und gib deine Gläser nicht irgendwelchen Leuten. Das ist der Mülleimer. Das haben wir jetzt geregelt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub. Erstmal auf Mallorca. Erstmal, ja. Du bist noch sehr jung, 22, ne? Am Montag werde ich so 22. Fällt dir ansonsten Mallorca? Ich. Ganz schön, ja. Habt noch viel Spaß und gute Besserung. Ne? Dankeschön. Jetzt habt ihr gesehen, ne, was da gestern passiert ist. Und das war echt der arme Junge, ne? Ja, oder? Aber nee, selber schuld. Ich meine, wenn man auf Suff nicht klarkommt, man muss es ja nicht übertreiben. Die Leute, die auf Suff nicht klarkommen, die haben hier nichts zu suchen. Er hat doch daraus gelernt, aber wir kommen 22 ja klar, oder so. Ja, ich trinke keinen Alkohol mehr übrigens. Immer. Die Nicht-Alkoholikerin hier. Auf jeden Fall von der Insel die einzige wahrscheinlich. Die einzigste, ja. Auf jeden Fall, was machen wir jetzt, Michelle? Nicht, wir gehen jetzt die nächste zu rechts rein. Dann? Und dann setzen wir uns dahin. Und dann? Und gucken mal, was passiert. Okay, wir sitzen heute und gucken, was passiert. Das ist der Plan auf jeden Fall für heute Abend. Passiert immer übrigens irgendwas. Ja. Ne, ist irgendwo schon nichts passiert? Nee, leider nicht. Also Gott sei Dank. Nee, Gott ist noch nie irgendwas nicht passiert. Sitzen und gucken. Heute wird es so spannend. Am lustigsten, so kriegt man wenigstens auch mal was mit. Ja, wir kriegen heute auf jeden Fall sehr viel mit. Ja. Lass uns mal überraschen, ne? Surprise, surprise. Und zwar die Aktien live an. Aber ich habe die Aktien noch nie live gesehen. Wie los, ne? Hier. Tag und Nacht hier. Ja, Mallorca zu Ende. Ich muss arbeiten, ich bin aber total besoffen. Ach, warst du auch bei den Arzten? Ja. Beim Videodrehen, ne? Hallo! Du läufst arbeiten? Das Video gefällt mir. Ich wünsche euch viel Spaß.